Das passiert bei einer Tantra-Massage. Ich sag's euch ehrlich, Chat, das ist eine Sache, die ich mich schon ewig, ewig gefragt habe. Tomato liegt ein neues Video. Wir schauen rein. Let's go. Mit jeder Ausatmung Anspannung ab. What the fuck? Bei einer Moment. Tantra-Massage wird anders als bei einer herkömmlichen Massage. Felix? Der gesamte Körper massiert, also auch der Intimbereich. Das ist krass. Viele verbinden damit vor allem... Wann gehen die Typen die Ideen aus? Das ist eine sehr gute Frage. ...eine sexuelle Dienstleistung. Für andere ist es aber eine spirituelle Erfahrung, die eine tiefere Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele herstellen soll. Also ich habe jetzt so auf... Ich weiß, dass auf Kopangan, wo ich gewesen bin, ist es auch voll das Ding. Ich würde jetzt einfach mal folgende Call machen, Chat. Vielleicht bin ich doch altmodisch, aber irgendwie... würde ich mich nicht trauen, jemand anderen an meinen Pimmel ranzulassen, außer meine Freundin, wa? Bei so einer intimen Geschichte. Also, weiß ich nicht. Das ist, I don't know, weiß ich nicht, ob das meins wäre. So auch hinter dem Sinne Spiritualität, keine Ahnung. Mich fasziniert. Ist ja eine fremde Person, so wisst ihr. Oh no. Aber wir schauen mal rein. War schon länger und ich frage mich, wie so eine Tantra-Massage eigentlich genau abläuft, warum Menschen so eine Erfahrung machen möchten. Danke für die 500 Bits. Wie es ist, das Ganze beruflich zu machen. Deswegen treffe ich heute Johanna, die ist Tantra-Masseurin und sie werde ich einen Tag lang begleiten und auch bei einer Tantra-Massage dabei sein. Ah, okay, check. Er hat keine kassiert, sondern war nur dabei. Kassiert, Digga, was für eine Dumme. Was mit deinem Arzt? Ja, mein Arzt, der kann mich schon kontrollieren und anfassen so, aber mein Arzt ist mir auch nicht den Schwanz, wa? Oder massiert meinen Körper im Intimbereich. Hallo Johanna. Hi. Na? Du bist Tantra-Masseurin, richtig? Was ist eine Tantra-Massage genau? Eine Tantra-Massage definiert sich in erster Linie dadurch, würde ich sagen, dass sie nackt stattfindet, dass es eine sinnliche Ganzkörpermassage ist. Also die Massage dauert lang, sie kann 2 Stunden gehen, die kann 3 Stunden gehen. Man berührt. Digga, ich war letztens bei der Thai-Massage 1 Stunde, ich bin eingepennt. Wirklich extrem langsam mit sehr viel. Da gibt jemand Geld für eine Massage und dann steht Tomatis daneben im Kameramann. No joke, der arme Typ, er will entspannen. Er will einfach nur eine ruhige Massage haben. Dann steht da Tomatolix. Boah. Fließenden Berührung. Moin Revi, bist ziemlich der Unlistige jetzt der Plattform. Schönen Abend dir noch. Tschö. Mike Obama. Danke dir, Bro. Danke dir. No joke. Dadurch kann auch so ein schöner Raum entstehen, wo man sich so sehr gesehen und gemeint fühlen kann. Die Massage nimmt auch den Intimbereich mit, sofern das gewünscht ist. Also es ist auch eine Massage, die so die Lust okay. mit einlädt. Check. Was für eine Rolle? Man muss aber nicht. Spielt Erotik bei dem Ganzen? Also es ist eine zärtliche Massage, es ist eine sinnliche Massage. Es darf Lust entstehen, es darf ein Orgasmus entstehen. Krass. Aber es ist zum Beispiel auch so, das Berührungsverhältnis ist einseitig in so einer Massage. Die Person, die die Massage empfängt, empfängt wirklich auch nur. Es geht nicht um gegenseitige Berührung. Die Person hat meist die Augen einfach geschlossen. Es geht auch gar nicht um optische Reize, sondern nur ums Spüren und Wahrnehmen. Ich darf dich ja heute so ein bisschen den Tag über begleiten. Was steht bei dir heute so an? Ich nehme dich gleich mit in die Massagepraxis und zeige dir so die Räumlichkeiten und wie alles bei uns so abläuft. Und dann kommt später noch ein Massagegast, der zum allerersten Mal eine Massage erlebt. Und da darfst du gerne mit dabei sein und dir das... Oh nein, Papa Platte war das. ...anschauen. Sehr cool. Ich bin gespannt. Was ist so das Besondere an der Tantra-Massage? Dieses so sehr ganzheitliche Konzept. Also sowohl auf der körperlichen als auch auf der emotionalen Ebene. Crazy. Es gibt wenig Massagen, in denen man so sehr in so einer Zeitlosigkeit versinken kann, so einen meditativen Zustand erreichen kann auch und nicht nur Entspannung auf der körperlichen Ebene erreicht, sondern auch wirklich... Ich habe mal 3 Jungs auf Kopangan getroffen und die haben mich erkannt und die haben einen Tantra-Workshop gemacht und die meinten, das wäre schon sehr intens. Und dann kenne ich noch jemanden, der hat mal einen Tantra-Workshop gemacht und dann wurden die halt gepaart und man musste halt so durch den Raum laufen und gucken, wo ist der Vibe. Ja, und manchmal bist du dann halt auch dann, wenn es ungleiche Zahlen sind, dann mit einem anderen Typen zusammen, obwohl du darauf keinen Bock hast, wa? Das kann dann halt auch passieren, ne? Der Kopf richtig abschaltet. Ist wie Mini-Urlaub. Geht's da um was Spirituelles oder geht's da doch eher um dieses Körperliche? Ich würde jetzt nicht sagen, dass mich Tantra-Massagen erleuchtet haben in irgendeiner Art und Weise, okay. Aber für mich ist... Revi, würdest du Tantra-Massage machen, wenn es mit Social Media nicht mehr läuft? Kixilol, ich habe dir jetzt mehrfach auf Instagram geschrieben, hör auf, mich das zu fragen. Ich möchte dich nicht anfassen. Hör auf, mir Bilder von deinem kleinen Genital zu schicken. Sag deinem Vater, er soll aufhören, mich nach Fußbildern zu fragen. Ich habe dir mehrfach gesagt, ich habe genug Geld, ich werde mich nicht politisch prostituieren. So. Das ist eine Art von Meditationspraxis durchaus. Also man ist ja wirklich zu 100% in dem Moment nur im Spüren. Man denkt wirklich über nichts anderes mehr nach, das über einen langen Zeitraum von 2-3 ich Stunden. Ich bin dumm. Sherman, wer danke schön. Sind so deine typischen Kunden? Dadurch, dass ich auch ziemlich jung bin, habe ich auch viel junge Kundschaft, was mich total freut. Tendenziell kommen mehr Männer zu uns ins Massagestudio, aber es gibt auch super viele Frauen, die sich davon angesprochen fühlen. Mhm. Und ich würde sagen, damit bietet die Tantra-Massage so in dem ganzen Bereich Sexarbeit, auf dem Markt der Sexarbeit, so eine gute Nische, wo sich Frauen auch
voll. Also es ist ja doch mäßig Sexarbeit, hat sie ja selber gesagt, oder? Wohlfühlen und abgeholt fühlen. Ananda. So, also das ist euer Massagestudio. Genau, das ist unser Massagestudio. Ich merke direkt, hier riecht es auf jeden Fall gut. Mhm. Kannst du mir vielleicht mal so ein bisschen das Studio zeigen? Also was ist das Besondere hier? Hier haben wir erstmal so einen privaten Bereich. Da sind wir Masseure und Masseurinnen und halten uns halt auf, wenn wir gerade keine Massagen geben. Dann haben wir verschiedene Massageräume, die sind alle so nach Themen aufgeteilt. Hier haben wir zum Beispiel das Dschungelzimmer, da haben wir das Klimmzimmer. Wir haben noch eine zweite Etage weiter unten. Dann haben wir nochmal die Südsee, die Wanne. Die sind dann auch thematisch eingerichtet? Genau. Aber hier werden überall nur Tantra. Ich mache jetzt einen Call-Chat, typische Berliner WG. Irgendwie der Vibe, ne? Ich mache jetzt einen Call-Chat, wenn ihr in einer Massagepraxis, Thai-Massage, ihr werdet auf den Boden gelegt und habt so eine Tatami-Matte. Digga, Beste. Dann wisst ihr, die Massage wird dope. Diese Frau, die da ist, meistens so eine 55-jährige Thailänderin, die renkt euch einmal komplett auseinander und macht euch flexibel bis zum geht nicht mehr. Ich bin jetzt gerade einmal die Woche zur Thai-Massage und ich finde das so krass. Das macht mich immer, das tut unfassbar doll weh und nimmt mich aus dem Leben, aber ist so geil, Mann. Das macht so Spaß, no joke. Ich fühle aber tatsächlich diesen erotischen Teil. Ich check auch diesen Grind mit Happy End und sowas gar nicht. Fuckt mich übertrieben irgendwie persönlich ab. Ist gar nicht meins, weil ich will bei einer Massage immer diesen körperlichen Aspekt haben, von wegen, ich will fit sein, ich will eingerenkt werden, aber ich würde mir so unangenehm vorkommen, wenn mir jemand am Dödel rumspielt oder so, weiß ich nicht. Das mache ich lieber selber oder dann halt die Freundin, wa? Massagen angeboten. Nur Tantra-Massagen. Mhm. Mit entsprechenden zusätzlichen Ritualen, wie zum Beispiel das Baderitual oder so Paarrituale oder sowas. Dann haben wir hier ein Gäste-WC und eine Dusche. Hier haben wir einen Massageraum. Welche Freundin hast du? Tatsächlich deine Mutter. In dem werden wir auch gleich sein. Also man sieht, wir arbeiten auf so Bodenlagern. Und bis einer den Wasserfall macht. Was ist der Wasserfall? Auf Massagebänken, wie es oft bei anderen Massagen ist. Warum ist da so ein Penis? Ja, da musst du dich dann drauflegen. Dieser kleine Plüschpenis, ne? Also ich finde es halt irgendwie immer ganz cool, irgendwas in die Mitte zu legen, was so ein kleiner Eyecatcher ist. Und ich mag diese Modelle auch einfach, wenn man anhand von denen ganz gut auch Dinge mal zeigen oder erklären kann. Ja, okay. Ganz kurz, warum liegen da jetzt drei Teile und also dann noch so LSD-Pappen und da steht ein riesiges Schild Candy Flip? Ja, ist ein Riesending, oder? Ist ein Riesending. Was würdest du da dann zeigen? Gute Frage, Felix. Ein ganz, ganz klassischer Griff oder der Grundgriff schlechthin ist, wir nennen das den sogenannten Wasserfall. Das ist einfach nur so eine Hand folgt der anderen Hand. Das ist so ein ewiges, also da massiere ich ja auch mit Öl, so ein ewiges Gleiten, das sich total endlos anfühlt. Es gibt zum Beispiel auch diesen Griff, wo ich einfach so Finger für Finger weiter nach oben wandere. Das ist zum Beispiel so ein Griff, da geht es jetzt gar nicht darum, sensationell viel Lust aufzubauen. Ich bin dumm. Und so sind auch gar nicht die Intimmassagen unbedingt immer aufgebaut, dass es nur darum geht, ganz schnell ganz viel Lust zu erzeugen, sondern einfach wirklich alles spürbar zu machen. Renkt die meinen Schwanz an? Ich glaube nicht tatsächlich. Aber, also Chat, ich glaube, ich werde mir den Wasserfall tatsächlich mal merken und den heute Abend einfach mal ausprobieren und dann gebe ich mal Feedback, ja? Spürbar, doch. Grundgriff, sind wir hier beim Jutsu? Ja, ich denke schon. Und wahrzunehmen, genau. Aber es gibt natürlich auch Griffe, die... Ich bin dumm. ...die sehr Lust aufbauen. Justin, dankeschön. Okay. Ja, ich kann es mir auf jeden Fall so ganz grob vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Wenn das jetzt hier... Soll man hart sein oder nicht? Ja, so. Ich denke mal, wenn dir jemand den Wasserfall wegperformt, dann wirst du wahrscheinlich früher oder später eine Erektion haben. Doch, ja. So präsentiert wird, dann ist man ja gedanklich als Kunde ja vielleicht dann schon direkt bei der Intimmassage. Vielen, vielen Dank. Also ist das dann schon so, das, was so krass im Vordergrund steht? Ich glaube, es gibt keine andere Massageart, die Intimmassage mit anbietet, außer natürlich Erotikmassage. In dem Sinne kommen die Leute natürlich oft schon auch mit der Idee von einer Intimmassage hierher. Ja, dann gibt es hier drüben. Ich sag jetzt mal eins, für mich ist Massage natürlich immer ein Teil von Entspannung, aber ich bin so der Typ, die geilsten Massagen persönlich für mich sind die, wo wirklich dich jemand nimmt und der verdreht deinen Körper und zieht dir die Faszien und drückt überall rein, wo es weh tut und danach bist du gelenkig bis zum geht nicht mehr. Ich mag so Massagen, die nur so streichelmäßig und sowas sind. Digga, keine Ahnung, ich bin immer so jemand, der will so Produktivität haben und ich muss bei Massage richtig, richtig doll meine
ganzen Verspannungen gelöst bekommen und mit Ellenbogen und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich real Entspannung. Wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich das, was ich bei Massagen so fühle. Ich habe, to be honest, einmal eine Massage in einem Wellness-Hotel gemacht. Die Schläge muss es geben. Mir muss jemand richtig in der Fresse hauen. Wisst ihr, Chat? Ich liebe das, wenn ich bei der Massage, dann kassiere ich mal links ein Ding, rechts eine Bombe und dann steigt noch jemand mit seinem Fuß in mein Arschloch rein. Das ist Leben, Chat. Das ist Leben. Zum Beispiel so ein... Kurz vor Peitsche, Bro. Ich nehme das alles mit. Der Pimmel, der da aufgestellt ist, der wird mir hinten reingedrückt. So ein Ding ist das. Ein kleines Pöttchen da. Nee, no joke, bis der Helm brennt. Ich find's irgendwie geiler, wenn so Massagen ein bisschen sportlicher, härter sind. Keine Ahnung, aber das ist ja auch jeder anders so, ne? Habe ich einfach so Vaseline drin, das benutze ich oft für anale Berührung, genauso wie auch diese Fingerlinge, das ist wie so ein kleiner Handschuh für nur so einen Finger, den ich... Man steckt einen Finger in den Arsch, oder wie? Wenn ich zum Beispiel eine anale oder auch vaginale Berührung gebe, ach, crazy, aus hygienischen Gründen immer anziehe. Und natürlich Desinfektionsmittel, ja, dass ich mir während der Massage öfter auch mal die Hände desinfizieren kann. Das kommt dann aber auf den Pimmel. Weil natürlich... Warte mal, das heißt, gleich sitzt jemand neben, erstmal sau cool, sie wirkt super, super sympathisch, macht das sehr, sehr gut wahrscheinlich und gewissenhaft und es wirkt super, super open und hat, glaube ich, genau den richtigen Wohlfühl-Vibe für die Leute, die darauf Bock haben. Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, Felix sitzt gleich mit seinem Kameramann in der Massagepraxis, während eventuell ein Typ einen Finger im Arsch hat und den Wasserfall kassiert. Ja, okay. Wenn man mit Körperflüssigkeiten arbeitet, die Infektionsgefahr ja auch entsprechend hoch ist und man da sehr sensibel und vorsichtig mit umgehen muss, dass man da ja gute Hygienestandards hat. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, eine Person aus eurem Leben zu massieren, euch das Öl aber zu teuer ist, habe ich einen Tipp für euch, wie ihr dabei sparen könnt. Schub ist Deutschlands führendes Cashback. Das ist crazy, Mann. Tomatolix, das ist crazy. Total. Ihr findet Felix dort super viele Online-Shops, wie zum Beispiel Lieferando, Mediamarkt, Expedia oder 2200 weitere Shops, bei denen ihr durch Schub ganz einfach Geld sparen könnt. Ja. Wenn ihr für eure Massage zum Beispiel Massageöl kaufen möchtet, müsst ihr einfach nur auf die Schub-Webseite oder die App gehen, da dann den Cashback für den jeweiligen Store aktivieren und schon bekommt ihr nach dem Kauf einen Teil des Betrags wieder gutgeschrieben. Okay. Und für die ganz Vergesslichen unter euch gibt es auch eine Browser-Erweiterung, die euch daran erinnert, dass es bei dem jeweiligen Shop Cashback gibt. Die Nutzung ist komplett kostenlos. Schub wird lediglich mit einer kleinen Vermittlungsprovision an eurem Einkauf beteiligt. Ihr habt dadurch aber keine Nachteile. Euer gesammeltes Cashback könnt ihr euch bereits ab einem Betrag von 10 Euro auszahlen lassen. Und wenn ihr euch jetzt über den Link in meiner Videobeschreibung registriert, bekommt ihr außerdem nochmal 10 Euro Bonus auf euren ersten Einkauf. Ich bin Black Silence, dankeschön. Crazy, okay. Johanna, wie bist du? Jo, Revi, hast du eigentlich auch mal Bock, so eine Massage zu machen? Nee, hab ich gerade schon gesagt. Ich glaube, das reizt mich nicht. Vielleicht bin ich da einfach auch zu engstirnig voreingenommen, aber ja, so mit einer fremden Person, weiß ich nicht. Eigentlich Tantra-Masseurin geworden, also wie kam das? Ich habe zuerst selbst eine Tantra-Massage gebucht, danach dann die Erfahrung gemacht, wie es ist, die Tantra-Massage zu lernen in so einem Tantra-Massage-Seminar und habe da dann direkt gemerkt, okay, das ist my place to be. Mit der Partnerin, warum nicht? Ich glaube, wenn die Partnerin das macht und so einen Workshop zu machen, ist wieder interessant, aber jetzt halt so bei einer fremden Person, ich weiß nicht, das ist für mich dann, also ich bin ja auch kein Freund, also das heißt kein Freund, ich mag ja auch keinen, ich hatte noch nie was mit einer Prostituierten zum Beispiel oder sowas. Ich judge das überhaupt nicht. Ich kenne auch Leute, die das halt schon natürlich gemacht haben und so, aber es ist irgendwie einfach nicht meins. Ich finde für mich ist es nicht ansprechend für irgendwelche sexuellen Dienstleistungen oder Sachen, die mit sexuellen Dienstleistungen naheliegend sind, zu bezahlen, so, das ist für mich einfach irgendwie nicht. Aber da ist ja auch jeder verschieden so, ne? Weil ich mich schon immer super doll für Sexualität interessiert habe. Ich war schon immer offen mit diesem Thema. Ich war schon immer offen mit meinem Körper. Ich habe davor Kunst studiert. Ich habe da schnell für mich so die Nische Performance-Kunst für mich erschlossen, das Arbeiten mit meinem Körper. Ich habe früher viel Theater gespielt, all diesen ganzen Bums und war dann irgendwie da und habe mit Papa Platte, ey, Rattenpalette würde ich so den Schwanz abmelken, das glaubt ihr gar nicht, Digga, da kommt die Sauglocke drauf. Ich dachte, ja, hier ist alles, was ich mag, es ist irgendwie Sexualität, das Arbeiten mit meinem Körper. Nico, was soll das jetzt? Es ist hochästhetisch. Was soll das jetzt, Nico? Timeout gleich, oder? Ästhetisch, also ich finde Tantra-Massagen echt hochästhetisch und habe dann auch relativ schnell gemerkt, ja, das ist für mich gerade eine total gute berufliche Perspektive, auf wo ich gerne einsteigen würde. Ey, nein, wieso habt ihr, Nico, ihr habt Nico getimeoutet, das ist crazy. Und dann, genau, bin ich an Timeout, David, sonst gibt's für mich Flamingo-Hausverbot. Tantra wird ja schon als Sexarbeit irgendwie deklariert. Siehst du dich als Sexarbeiterin? Also in meiner persönlichen Definition von ich arbeite mit der Sexualität von Menschen, würde ich sagen, ist das Sexarbeit und ich kann es total gut so annehmen, auch diese Selbstbezeichnung. Nö, ich habe da irgendwie gar kein Distinktionsbewusstsein zu anderen Formen von Prostitution. Also ich würde sagen, es ist klar Arbeit mit Sexualität und von da. Genau, und deshalb ist es für mich einfach irgendwie, I don't know, für mich ist es dann einfach, weiß nicht,
Ich mag's einfach nicht, den Gedanken für sexuelle Dienstleistungen was zu bezahlen, so. Wisst ihr, so. Aber finde ich cool, dass sie so ehrlich und offen damit ist. Das ist auch voll wichtig, weil ich glaube, für viele Leute ist es auch voll entspannend und so, wenn man das kann, voll schön. Not my type, though. Daher für mich völlig in Ordnung, das auch so zu sagen, ja. Ich lüge, Chat, ich bin gerade rattenstramm und knallhart. Sex. Spaß natürlich. Sexarbeit wird ja immer noch sehr stigmatisiert. Merkst du, dass dir dann Menschen da irgendwie mit Vorurteilen begegnen? Also es gibt schon Momente, wo ich selektiere, was ich Leuten erzähle. Fast alle reagieren eher mit offensiver Neugierde, also mit so vielen Fragen dazu, aber wenig Ablehnung. Aber ich hatte auch schon ein paar Situationen, auch so Dating-Situationen zum Beispiel. Und Menschen dann sagen, ja, okay, bis hierhin fand ich dich eigentlich ganz gut, aber gerade ist dein Bild von mir als Traumfrau gestorben. Und ich dachte, okay, dann haben wir eh nicht gepasst. Also, ja. Ist dir das schon mal vorgekommen, dass Kunden sich irgendwie übergriffig verhalten haben oder dann gedacht haben, okay, das hier ist eine sexuelle Dienstleistung, ich erwarte jetzt auch noch mehr? Ich führe sehr klare Vorgespräche mit den Leuten, wo ich schon deutlich mache, worum es geht und worum es nicht geht. Und wenn ich da schon merke, da ist jemand so ein bisschen am Grenzen austarieren und testen, wie weit er mich da irgendwie aus meiner Komfortzone locken kann, dann würde ich im Zweifelsfall Vorgespräch sagen, ich glaube, das wird nichts mit uns, schau mit V. Aber ja, es gab auch schon Situationen, vielleicht auch gerade eher so am Anfang, wo ich noch nicht so lange in dem Job war und wo ich auch selber meine eigene Klarheit noch mehr finden musste. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu wirklich härteren Übergriffen kam, aber einfach zu Situationen, in denen ich mich unwohl gefühlt habe, wo auf jeden Fall Leute mehr wollten. Aber tatsächlich waren es bislang auch nur Kunden. Wir haben aber was für dich im Programm, Revi. Ananda Fesselmassage. Digga, mir wird hier immer ein Image aufgedrückt, also das ist geisteskrank. Also es ist mir noch nie mit einer Kundin passiert. Wie teuer ist so eine Tantra-Massage? Das kleinste zeitliche Angebot liegt bei uns bei 1,5 Stunden und da beginnt man mit 200 Euro. Okay, eine Thai-Massage eine Stunde kostet 50 Euro. Pluspunkt bei einer Thai-Massage, ich bin eingerenkt, kann meine Muskelverspannung lösen. Pluspunkt hier wahrscheinlich der Orgasmus, aber halt teurer natürlich, ne? Ja. Und jede weitere halbe Stunde kostet dann 50 Euro mehr. Und üblicherweise geht das so 2 Stunden? Zwei Stunden ist bei uns das meistgebuchte, weil bei 1,5 Stunden schafft man es gar nicht, in diesen tiefen, entspannten Modus zu kommen. Und mein Anspruch als Masseurin ist es ja auch, den ganzen Körper zu berühren. Und das schafft man in 1,5 Stunden kaum, wenn da auch noch irgendwie eine Intimmassage bei sein soll, bei der man sich auch Zeit lässt, wo es wirklich ums Spüren geht und nicht irgendwie ums Abarbeiten. Das ist ja wirklich gar nicht der Sinn von einer Tantra-Massage. Die ist ja auch total ergebnisoffen. Es geht nicht darum, möglichst schnell zum Orgasmus zu kommen, sondern wirklich so... Erster. Ja, ich habe nur 10 Minuten gebraucht. Was jetzt? So, was jetzt? Ja. Krieg ich Geld zurück? Hallo? Richtigen Flow sich ausbreiten zu lassen und dafür braucht es Zeit. Das ist so ein völliges Missverständnis. So, du kommst da rein, fertig. Dann so, ja, aber darum geht's gar nicht. Und 2 Stunden ist Minimum. Ist so ein Orgasmus denn eigentlich gewünscht? Also ist das schon das Ziel jeder Tantra-Massage, einen Orgasmus zu haben? Es entscheidet sich aus dem Moment heraus, wohin diese Reise geht. Und es gibt Massagen, da kommt überhaupt keine Lust auf. Und das muss auch gar nicht so sein. Und dann ist einfach am Ende das Gefühl von so einer wirklich tiefen Entspannung oder manchmal werden Leute auch richtig emotional dabei oder wütend oder was auch immer. Also es gibt so... Wütend? Wütend ist crazy. Also... Wütend ist crazy. Bei einer Massage wütend werden, das ist. Oh, der Wasserfall. Richtig viele verschiedene Dinge, die passieren können. Aber krass, okay. Man kann auch rausgehen und sagen, jo, das war richtig langweilig. Ich sage mal, in den meisten Fällen entsteht Lust. Wie viele Tantra-Massagen machst du dann an so einem typischen Arbeitstag? Ich gebe so 2 bis 3 Massagen pro Tag. Von der Kraft her ist es gar nicht so ein großes Problem, aber emotional ist das irgendwann anstrengend. Also wenn man 3 Massagen über einen längeren Zeitraum, mehrere Tage hintereinander weggibt, dann ist man irgendwann auch emotional ausgelaugt. Es ist ein sehr intimes Setting, man kommt Menschen sehr nah, man kriegt viel von den Menschen mit. Da brauche ich dann hinterher auch oft 2 bis 3 Regenerationstage, wo nichts um mich herum passiert, wo ich keinen Bock auf Menschen habe, wo ich sage, hey, jetzt einfach nur mal für mich sein und chillen. Aber das heißt, so bei der Massage gibst du auch extrem viel von dir? Ich würde sagen, die Intimität, die entsteht in so einem Moment, die ist ja auch echt, die ist ja nicht geschauspielert oder so. Also da gebe ich ja auch schon viel von mir preis oder ich lasse viel Verbundenheit. Glaubst du, sie ist nach dem Video ausgebucht? Ich gehe davon aus, ja. Dazu mit fremden Menschen in so einem Moment. Und das kann schön sein, das kann aber auch kräftezehrend sein. Gleich kommt der Kunde, das heißt, ich muss jetzt noch ein paar Dinge vorbereiten. Also zum einen werde ich jetzt Wasser kochen, um dieses Öl zu erhitzen. Also um den Kunden damit zu waschen. Wir nutzen so zur Massage Kokosöl, das muss flüssig gemacht werden. Der Kunde ist über 40, Aber es fühlt sich auch einfach schön an auf dem Körper, wenn das Öl warm ist.
Also der Kunde, der gleich kommen wird, der hat sich auf jeden Fall bereit erklärt, dass wir dabei sein dürfen mit der Kamera, aber er würde... Digga, gleich kommt Stegi-Stimme einfach. Stegi war zu lange auf Koh Phangan. ...auf jeden Fall nicht so gern erkannt werden, also wäre es gut, wenn ihr einfach das Gesicht nicht mitfilmen würde, dann weiß er halt auch einfach nie, weil das Ganze ja hier auch als Sexarbeit gilt, offiziell, was sowas dann an Konsequenzen mit sich bringt. Nur Eierfilm ist ein crazy Call. Das ist wirklich geisteskrank. Oh, Chat, ich muss noch mal ganz kurz pissen. Digga, ich habe so einen Kaffee eben getrunken. Schwache Blase. Ja, no joke. Hallo, komm rein. Schön, dass du da bist. Ich führe dich einmal mit in den Massageraum. So. Warte mal, das ist doch Chef Strobel. Ist das deine erste Tantra-Massage-Erfahrung? Ja, tatsächlich schon. Das ist Chef Strobel. Okay, dann ist das natürlich ein bisschen aufregend wahrscheinlich. Du erzählst mir noch mal kurz, ob es irgendwas gibt, was ich beachten sollte körperlich bei dir. Hast du irgendwelche körperlichen Beschwerden oder Tabuzonen, also Bereiche, wo du sagst, hey, da willst du einfach nicht berührt werden? Beschwerden erstmal nicht. Ja, erstmal schaue ich mir die Sache mal an. Warte mal, Chat, wieso klingt der wie Yo Olli? Digga, das ist crazy, oder? Guck mal an. Weiß ich Bescheid? Dann würde ich sagen, du darfst unter die Dusche springen. Ja, alles klar. Ich werde dir jetzt gleich auch noch mal so ein Lungi in die Hand drücken, also so ein Tuch, was sich der Kunde auch gerade schon angezogen hat und was ich mir auch gleich anziehen werde, damit wir dann einfach zu dritt so in der gleichen Kleidung in diesem Raum sind. Genau. Alles klar. Tja, rot oder? Okay. Kurze Frage. Warum, also jetzt nur für mich jetzt so, warum ist Felix jetzt auch nackt? Also, so, was ist jetzt da, also... So, umgezogen. Jetzt kann es losgehen. Bro, okay. Ja. Dann werde ich mich so ein bisschen, zur Seite setzen, würde ich sagen. Mhm. Passt das? Ja, auf jeden Fall. Pass schon mal die Musik an. Ja, bist du ready? Ja, ich bin ready. Gut. Dann darfst du dich einmal so im Schneidersitz vor mich setzen. Ganz gerne deine Augen schließen. Das ist schon eine sehr intime sexuelle Erfahrung dann, ne? Und dann beobachte einmal deinen Atem. Ich bin Asthmatiker, ich kann das nicht. Spür das leichte Heben und Senken deines Körpers. Gib mit jeder Ausatmung Anspannung ab. Ich bin dumm. Also doch so ein bisschen Kuschel-Vibe auch dann, oder? Der Bruder ist aber stabil. Er ist gut gebaut, ja. Oh. Ey, Felix, Dicker. Bro, es gibt keinen Menschen, der das besser machen könnte als er. Das ist wirklich einfach nur perfekt. Ich lieb's. Ich will, dass der mir beim Sex zuguckt. Jetzt ist es raus. Ich will, dass der mir beim Sex zuguckt. Er soll zugucken. Er soll einfach zugucken. Und so soll er in der Ecke sitzen und lachen. Okay, das sieht aber schon nach einer sehr guten Massage aus. So Hand und sowas ist immer gut. Ist immer gut. Ah, okay, Füße auch jetzt. Ah, okay, crazy. Das hätte ich jetzt, to be honest, nicht erwartet, dass sie sich auch auszieht tatsächlich. Das ist, okay, ja. Während die Tantra-Massage noch läuft, ui, treffe ich jetzt noch jemanden, die schon ein paar Mal bei Johanna war und mit der ich so ein bisschen über ihre... Aber warum verpixelt? Ja, stimmt eigentlich, oder? ...Erfahrung sprechen kann. So, Christabel, wir reden jetzt über Tantra und deine Tantra-Erfahrung. Sehr gerne. Wie würdest du das Erlebnis von so einer Tantra-Massage beschreiben, so für jemanden, der das halt noch nie erlebt hat? Also, das ist einfach ein Mensch, den du nicht kennst, der dir plötzlich sehr nah ist und total vertraut. Ich glaube, da hätte ich echt irgendwie Probleme mit, weiß ich, ne? Also, das wäre für mich so genau dieser Fakt. Da ist ein Mensch, den man nicht kennt und dich darauf einzulassen, würde mir wirklich, sage ich ehrlich, schwerfallen. Nicht, weil ich irgendwie insecure bin oder so, aber weil das für mich so ein sehr intimer Moment ist, den ich ja nicht mit jedem teilen wollen würde. Vielleicht ist es aber auch immer nur mein sehr closed Mindset, keine Ahnung, ne? Wirkt. Ich fand es total überraschend, dass das überhaupt so möglich ist, dass es sich nicht komisch anfühlt, sondern man so direkt einfach so eine Vertrautheit hat. Also ich bin rausgegangen und meinte, das ist so Balsam für meine Seele. Wie würdest du beschreiben, fühlt sich so eine Intimmassage an? Und wie unterscheidet sich das vielleicht auch von Sex irgendwie mit einem anderen Partner oder so? Also man lässt sich sehr viel Zeit.
Es geht nicht nur um Erregung und Lust, es geht auch um Entspannung. Dass man sich Zeit nimmt und halt achtsam miteinander umgeht. Und auch, dass man nichts... Man startet Twitch, das Erste, was man auf der Startseite sieht, sind zensierte Menschen. Man fragt sich, ist man auf der richtigen Seite? Tatsächlich, auf Twitch sind sie meistens unzensiert, wenn sie im Whirlpool sitzen. Das stimmt, ja. Zurückgibt als Person, die empfängt. Dass man sich vor allem darauf konzentrieren kann, zu genießen. Also das ist selten vielleicht so im Alltag, weil man hat so immer seine Augen überall. Man versucht ja auch auf andere Menschen zu achten. Also es ist halt so, ich muss nichts zurückgeben, ich darf jetzt alles empfangen. Was glaubst du denn, für wen könnte so eine Erfahrung was sein? Also wer sollte sowas mal ausprobieren? Chef Strobel. Alle Menschen, die auch immer gesehen werden wollen, weil es ist so ein Moment tatsächlich, wo man sich total gesehen fühlt und die Nähe sich wünschen. Zu einer anderen Person und vielleicht da keinen Zugang haben und auch so wirklich wertvolle Nähe. Also nicht mal so eine schnelle Umarmung, sondern das sind so Umarmungen, wo man so denkt, wow, also das ist so 200 Euro. Mein ganzer Körper wird gerade bedacht. Und vielleicht auch Leute, die einfach mal so wirklich entspannen wollen. Krass. Also das ist wirklich, also das ist für mich eine Sache, die kann ich mir nur mit einer Partnerin vorstellen. Ne? Das ist schon, ja. Aber ey, auch da wieder, ne? Jeder Jack ist anders und wenn es dein Vibe ist und dir das was gibt und das dir das Spaß macht, so, we don't judge, ne, Chat? Also, no joke. Digga, ich liebe dieses Grinsen von ihm. Das ist die Zufriedenheit, Digga. Das ist die Zufriedenheit. Ich habe die beiden jetzt mal alleine gelassen, weil ich jetzt schon eine Weile dabei war und das jetzt so ein bisschen intimer wurde. Da wollte ich jetzt auch nicht stören. Fühlt sich eh ein bisschen komisch an, daneben zu sitzen, während jemand massiert wird und beide Personen so, ja, komplett nackt sind. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein besseres Gefühl dafür bekommen, was eine Tantra-Massage tatsächlich ist. Es ist wirklich so was sehr Sinnliches, sehr Langsames, sehr Ruhiges. Ich finde, das sah auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich glaube, selber mal so einen Workshop zu machen, das zu lernen und das mit der Partnerin, dem Partner zu machen, glaube ich, ist eine coole Erfahrung. Ich glaube, das kann sehr cool sein. So, ich glaube, diese Workshop-Nummer, die habe ich jetzt von mehreren Leuten auch schon gehört, die es gemacht haben, das ist wohl ganz cool. Also ein bisschen Lust habe ich jetzt auch auf so eine Massage. Dicker, Bro. Ich sag's immer wieder, Chat. Ich sage es doch immer wieder. Es gibt keinen besseren Moderator und Menschen als unseren Felix, der diese Dinger hier macht. Es gibt keinen. Keiner macht das so mit einer Herzlichkeit, mit einem so geilen Humor und so gut wie er. Es ist einfach so. Es ist einfach so, Chat. Es gibt niemanden, der das so gut macht wie er. Straight up. Hättet ihr Lust auf so eine Tantra-Massage? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich höre Stimmen aus dem Raum. Das heißt, ich glaube, die beiden sind fertig. Ich höre Stimmen aus meinem Kopf. Ich schau mal, wie es so war. Hallo, darf ich dazukommen? Ja. Ja, und wie war's? Ja, es war sehr entspannt. Man konnte auf jeden Fall sehr gut abschalten. Man hat jetzt an nichts anderes gedacht. Also voll im Moment. Auf jeden Fall. Wie ist das denn eigentlich bei dir? Also empfindest du auch Lust bei so einer Massage? Prinzipiell kann mir das auf jeden Fall total passieren. Also ich meine, Lust ist ja jetzt auch erstmal so eine Reaktion, die man auch gar nicht kontrollieren kann. Die passiert einfach. Wenn jemand, den ich massiere, selbst in eine schöne Lust kommt gerade oder so, dann überträgt sich das schon auch auf mich. Dann fühle ich durchaus auch Lust in so einer Massage. Aber meine Lust hat da nichts drin zu suchen im Sinne von, dass ich sie bediene. Aber sie darf einfach da sein. Okay, crazy. Vielen Dank, Johanna. Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Video gewesen. No joke, sehr, sehr interessantes Video gewesen, ne? Genau, finde es so angenehm, wie offen man über sowas sprechen kann. Finde ich auch, no joke, super, super sympathisch wieder gewesen. Sehr, sehr aufschlussreich und interessanter Einblick auf jeden Fall gewesen, no joke. Hab gleich 3 Termine gebucht, meine Community hat das Ding einmal hier ausgebucht bis Jahresende. Super interessant, heute mal so dabei zu sein und die Einblicke zu bekommen. Ja, voll gern, hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Das war mein Tag bei der Tantra-Massage. Ich habe heute auf jeden Fall gelernt, dass es bei so einer Tantra-Massage schon um eine gewisse Sinnlichkeit und Erotik geht, aber dass die eher so nebenbei passiert. Im Mittelpunkt steht wirklich die Akzeptanz und Wertschätzung des Körpers der Person, die gerade massiert wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dadurch schon nochmal einen anderen Zugang zu Sexualität und dem eigenen Körper bekommt. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir. Das nächste Video von ihm wird, glaube ich, crazy, Chat. Das habe ich auf Instagram schon gesehen. Ihr abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Stark. Starkes Video. Starkes Video, mein Lieber. No joke. Richtig, richtig gut. Top.
Ist super. Super, super geil. Super, mega geil. Super, mega geil.